So Leute, wie gefällt euch mein neues Intro? Habe ich einem Zuschauer zu verdanken, dem Olli, hat er mir da zusammengeschnitten. Jo. Checkt auch mal bitte die Links in der Videobeschreibung. Dort findet ihr Twitch, Facebook, Instagram, meinen Kraftsportkanal. Ich habe ja zwei YouTube-Kanäle. Alles in der Videobeschreibung. So, wollen wir mal gucken. Super Kong 113er im Platoon. Alter, du dumme, hässliche Batschette, du elendiger, ey. Komm ich wegen dem jetzt zu spät da hoch und werd weggeschossen. Lass mal hier die linke Flanke mal hoch, rechts nach rechts schießen von links. Oh. Gar nicht lange. Irgendwie nicht. Doch, jetzt kommen wir. Ja, von einem Vierer-Clip dreimal gebounced. Ja, herzlichen Glückwunsch. RNG sagt mal wieder Hallo, guten Tag. RNGesus sagt mal wieder Hallo, herzlich willkommen. Rechte Flanke holen vielleicht auf die Schnelle. Komm. Hier ist eine Batchet, die muss fallen. 430U kommt auch. Wir müssen die rechte Flanke holen, dann können wir nämlich in die Mitte flanken von da. Genau. Gehst du rechts runter, ich begleite dich dann da. Komm, Flitzebogen, Flitzebogen. Ab durch die Mitte, Junge. Ab durch die Mitte. Was ist da? Objekt 30U. Die haben 4005er, ne? Jetzt ist die Frage, wo der ist. So, irgendwo vor mir. Ach, ja, ich weiß nicht. Joa. Wasted. Schade. Hätte klappen können. Ja, Leute, wir brauchen ein paar aktive Spieler. Bitte ein 10er Panzer Minimum und Teamspeak-Fähigkeiten. Ja, also kommunikationsfähig. Ja, ramm mich ruhig, Grille. Ja, schieb mich hoch. Kein Problem, Dicker. Mach das ruhig. Oh. Das sind die German Predators, Leute. Ihr wisst Bescheid. HE only und so. Mal schön Hyperfarm. Ja, wenn man hier die Flanke nicht holt und die Mitte nicht holt, dann hat man Arschkarte, wa? Das Spiel ist dann innerhalb von 3-4 Minuten gelutscht für den Gegner. Da ist der Drops aber gelutscht, du. Da machst du nichts mehr. Guck mal, der IR-100 von denen.
Der E100 ist am Basecampen bei der Arti, Alter. Ist das geil, Junge. Ja, Arti, danke schön. Alter, kann jemand mal den E100 da mal ein bisschen bearbeiten? Ah, wenn der FV nicht da hinten stehen würde, der rotzt doch nicht mehr. Jo. Ruckzuck ist das Ding erledigt. Haus hoch gewonnen in 4,5 Minuten. Jung, da machst du nichts, da guckst du nur. Ich bounce an der Seite vom FV. Ja klar. So ist das im Leben, ne? Ja. Das war doch mal eine feine Runde, du. Denkt dran, wir suchen Mitspieler, ne? Also meldet euch und kommt vorbei. Komm nochmal. 907er. Ab geht die Post. Das ist das Einzige, was sonntags hilft. OP-Mediums fahren im Platoon. Da kannst du vielleicht noch was reißen. Ansonsten guckst du blöd in die Röhre. Abklatschen, abklatschen. Ah gut, aber die haben auch T62, TVP, Grille, Type 4. Lalala, lilili, wir haben Type 4. Okay. Es gibt nur eine Arti. Soweit ja. Base Def steht. Wir haben 4-5 dicke Panzer, also können wir da bald Action Jackson machen. Lass mal ganz nach links, oder? Ganz nach links. TVP als erstes raus, ne? Ihn dann ablöchern, der Panzerung. Also ich kann auf den rauffahren. Ja gut, aber jetzt ist die Frage, was da alles kommt, ne? Warte, warte, ey, YOLO dich nicht. Warte, 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 ey, Dicker, wohin? Was zur Hölle? Ich wollte nur mal kurz... Ja, nur mal kurz sterben, wenn die jetzt mit 5 Mann auf dich drauf fahren, ne? Dann war's das mit deinem 907er. Ja, herzlichen Glückwunsch. TVP ist am Nachladen gleich. Ich bin in wenigen Sekunden soweit. Der TVP muss fallen. TVP muss fallen. Komm, push mal voll drauf. Ich komme von hinten. Ja, vorher aufrufen ist auch nicht gerade so das Beste, ne? Das geht ein bisschen viel. Oh, herzlichen Glückwunsch. Komm, TVP muss fallen. Oh, unsere Leute gammeln da hinten, ne? Schön hinten am Gammeln da hinten, ne? TVP lebt immer noch, ne? TVP lebt immer noch. Ey, und dann direkt zurück zur Base, ne? Die pushen jetzt die Base, da der Patton muss weg. Am besten fahr jetzt schon mal, lass die mal jetzt da ihr Ding machen. Da sind genug Leute da jetzt.
bevor die unsere Heavys da wegflanken. Fahr schon mal weg, wir haben genug Leute hier. Patton in der Mitte. Hier, greif über die Mitte hier an, dann kannst du nämlich auch hier reinflanken. Boah. Ah, da war minimal zu früh hier mit dem TVP reingeflankt. Mal. Jetzt war es zu minimal. Ja, fahr mal rechts, dann hast du auch Hilfe. Willst du von hinten jetzt? Von hinten? Mann, du scheiß Typ, Alter. Nice. Oh. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Bei 07 ist überhaupt gar nicht überpowered, ne? Nö, nö, kein bisschen. Komm, eine dritte Runde machen wir noch. Dann lade ich das schon mal hoch. Oh, nice. Warte mal, eine Sekunde. Ich tu mal jetzt diese extra Lüftung rein. Ich habe ja hier dieses Power-Modul da für 5000 Dings. Jetzt noch eine Lüftung hier mit reinbauen. Jetzt halt von diesem Modul nichts. Hä? Ich halt von diesem Modul nicht so viel. Ja gut, hast du minimal schnellere Reaktion und Nachladezeit und alles. Und bisschen bessere Sichtweite, glaube ich, auch und alles. Keine Ahnung. Egal, ich hab's halt da drin jetzt bei meinem TVP. Ja, die Map verkacken die immer, weil die nach links fahren. Wollen wir in diese Kuhle reinfahren dann bei K6? Direkt pushen? Ja, ja. Nehmen wir mal Batchet mit dem Platoon. Oder Objekt. So, Objekt 140, Fokus, T95, TVP Fokus. AMX-50B Fokus. Lass mal Kreuzfeuer aufbauen. Zu schnell, zu weit vorfahren ist ein bisschen schwierig. Wir müssen nachladen hier, der Badget und ich. Das kommt ja doch ein bisschen mehr mit, ne? Ja, trotzdem. Also guck, dass du dich da jetzt nicht wastest. Headshot. Happy.
Ja, mal den Graben lang gucken. Deiner hat ein bisschen Panzerung, meiner nicht, weißt du? Ah. Ich muss nachladen. Betten kommt von da, aber zurück, Ja, also. mach du mal, ich muss nachladen. Wir müssen hier rechts die Kirche aufräumen, schnell. Hinter dir, pass auf. Lass mal hier zu. Oh, jetzt sitzt du da in der Falle, wa? Ja, klar. Ja, das ist das nämlich. Das war ein bisschen zu hastig. Ich muss ja nachladen und alles, muss ja alles mitbedenken. Ja, das war ein bisschen zu hastig. Ja, herzlichen Glückwunsch. Hilft da irgendjemand mit? So viel mal zu, wir sind mit so vielen Leuten. Keiner von denen hilft hier. Null. Ja, und das war die Art hier. Herzlichen Glückwunsch. Komplett gewastet hier. E3, ja, chill halt dein Leben da hinten, Junge. Super Kong ist in Nahkampf gegen 80 Panzer. So. Herzlichen Glückwunsch. Der Gegner hat nämlich alles richtig gemacht. Schön da aufgestellt, kommen lassen, wegschießen. Arti safe, Flanken safe, schön da gewartet. Du fährst rein, die schießen dich weg. Das war das Problem. Komm, eine Runde noch. Oh, der ist gut, der Typ. Den kann man einladen. Ja, dann schmeiß mal was rein, ne? Wieso kann man nichts wählen? Kommt mal aus dem Spiel raus. So, will er nicht, will er, will er, will er, will er, will er, will er, will er nicht. Will er nicht. Patten. Patten. Patten, Patten, Patten. Hat er drei Gunmarks auf seiner TVP, Alter. So ein Geisteskranker, der Typ. Der hat auch keinen Clan, der hat 10.000er WOT-Wertung. Es gibt keine Arti. Na, Flame for Fame kann sein, dass der bei Fame mal war, ne? Der Name würde es vermuten. Ja gut, bei Fame musst du, glaube ich, Minimum 11.000er oder 11.500er Wertung haben. Drunter geht, glaube ich, nichts. Ja, das nicht, du musst nur die richtigen Stats auf die Panzer haben, ne? Ja, keine Ahnung. Fahr nicht zu weit vor, ne? Die YOLO'n dich da weg, wenn du zu weit vorfährst. Denk an gestern. Mit Schwein hier wieder. Man könnte vielleicht hier ein bisschen mehr Hilfe brauchen, ne, als nur zwei Panzer oder so. Oh, der hat schon gut gefressen. Wasserseite wird gepusht vom Gegner.
Ist es mir erstmal egal da unten. Ja, ist mir auch egal. Was haben die an TDs? Die haben drei gute TDs, ne? Zwei gute auf jeden Fall, Isu und T30. Das heißt, rüberfahren kostet HP. Wie sieht's aus? Was wollen wir machen? Ja, die pushen mit den ganzen Heavys da unten Ja, am. da müssen wir hier. Warte, 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 bis ich komme. Lass den T10 mal da stehen. Wir gehen über die Mitte, weil dann kriegen wir weniger TD-Treffer. Weil der eine T10, der kann doch eh nichts ausrichten. Komm mal mit, wir gehen über die Mitte. Komm. Hier kriegst du nämlich keine Treffer von den TDs. Können wir nämlich die ganzen Viecher flankieren. Ah, rechts, rechts, rechts. Ist offen. Auch Hilfe gegen den T55 hier. Nice. Hunter. Oder kann es sein? Nee. Oh, keine Ahnung, der hat glaube ich aufgegeben. Nee, der hat abgehauen. Ey, ich baue zum zweiten Mal an irgendeinem ISO, Junge. So, Base Death würde ich so langsam mal behaupten. Jo, ich komme. Jo, das war doch mal eine feine Runde, du. Zack, zack ging das. Zack, zack ging das. Da hat der Gegner aber geguckt, du. Da wusste der ne, nicht, wovon und von wo und wie auch immer die Treffer kommen. Geh mal auf den Strand so ein bisschen, Ja, ne? gehen wir mal ein bisschen hier Urlaub machen, wa? Mhm. Haben wir uns verdient, wa? Er ist gerade so kalt in Deutschland, ne? Das ist furchtbar. Ja, furchtbar. Ich weiß auch nicht. Weißt du, Mittwoch noch 30 Grad und jetzt 15, oder? Und dann fragen sich Leute, warum bist du schon wieder erkältet, warum bist du krank? Ja, fragt man sich dann, ne? Mhm. Das sind so Fragen, die man sich so stellt, ne? Ja. Ja, schade, war, hätte klappen können. Oh, da haben wir doch mal eine feine Runde hingelegt, wa? Ja, Sieg, wa? Sieg? Sag ich nur. Aber auch eine feine Runde, du. Weißt du, indem wir über die Mitte gegangen sind, haben wir die ganzen TD-Treffer ein bisschen vermieden, weißt du? Weil wenn du falsch rüberfährst, kassierst du da übelst von den ganzen Mediums. TDs meine ich. Was laber ich denn da? So, let's go. Ja, ach nee. Ach nee, nicht diese Map, Alter. Oh. Ach nö. Aber gut, der Gegner hat auch größtenteils bloß Mates, ne? Also von daher. Uff, passe beim Überqueren.
Ja, die kommen über die City und pushen jetzt unsere Heavies weg, weil die wieder mal zu doof waren, Teamwork zu machen. Ja, geil. Ja, die kommen über die City, Junge. Die pushen über die City. Ich bleib mal hier. Ah, ob das so geil ist, dass wir uns jetzt trennen. Ja, aber irgendeiner muss auch hier bleiben, Ja, ne? aber gut, die ficken, die zerstören jetzt sämtliche Heavys da, weil die zu doof sind da, die Viecher. Komm, ey, hallo. Ich komme zurück zu dir. Ja, wann denn? Wenn es zu spät ist oder was? Ja, ich komme schon, ich komme schon. Ja, du siehst doch schon längst, was da los ist, Mann. Warum wartet ihr denn überhaupt noch? Das waren jetzt locker 30 Sekunden verschwendete Zeit. War schon längst klar, wo die langkommen. Schon längst. Ja, Spiel verloren, ne? GG. GG. Mann, Badget, Alter. Wo fährst du? Ja, geh nicht in Nahkampf, weil das wird nichts mehr hier. Das müssen wir anders regeln. Oh. Geiler Typ, ja? Geiler Typ, ja? Geiler Typ. Ja, das hast du fein gemacht. Ja, das hast du fein gemacht. Übelst grottenschlecht die Runde gespielt, ne? Von Anfang an. Ich hab schon längst gesagt, bitte rüber, die pushen die andere Seite. War tausendfach klar, wo die herkommen. Alle Anzeichen waren da. Noch ist nichts verloren, Akku. Naja, Betonung liegt auf noch. Hier sind zwei One-Shots. Nehmen wir erstmal den hier. Der muss raus. Für die Batsche raus. Ich versuch's. Weggerammt mal wieder. So, haben wir ja doch noch hingekriegt. Ey, Grille ist One-Shot, die lebt immer noch, ne? Das ist so geil, Mann. Ich hab das Ding runtergeschossen auf 2 HP und der lebt halt nach einer halben Stunde immer noch. Dass der schön die Tausender Kellen noch raushauen kann, weißt Ah. du? Ja, genau das, genau das. Lol. Wie geil ist das denn? Eine Runde noch und dann lade ich das für YouTube hoch. Der ist gut, Alter. Wenn der kommt, das wäre nicht schlecht, Alter. Das wird übelst Bock machen. Gib dir mal privat bitte mal die TS-Daten gleich, okay? Wen haben wir denn im Gegnerteam? Der ganz oben Badchat ist auf meiner Ignore-Liste. Okay. Ja, ich würde sagen, alle zu dritt hoch auf die linke Seite, ne?
Falsch. Zu dritt in die Mitte und da alles wegfetzen. Links. Nee. Links oben, Alter. Das ist doch reine Zeitverschwendung. Mit dem 907er nicht. Ja, aber mit dem 907er können wir die Mitte innerhalb von 5 Sekunden aufräumen, mit mir zusammen und so. Obwohl, ja, komm, dann fahr mal links hoch. Ich gebe euch dann Feuerschutz von hinten. Auch gewonnen, ne? Das oder Deutsch? Oh. Ach, der kann Deutsch? Ja, der ist Deutsch. Krass! Geiler Typ, Alter! Ja, geiler Typ. Der muss zu uns. So viel War steht nicht so fest. weit nach rechts, ne? Richtig. Oh, ich bin auf, ich bin auf, ich bin auf. What the fuck, what the fuck, Ach, what the nö, fuck. ich komm eh nicht an dich ran. Die kommen über die Mitte. Der eine Panzer da. Ja, komm, dann push mal da oben, weil ich muss die Mitte ein bisschen abdeffen, sonst haben wir gleich keine Mitte. Hallo, TVP. So, komm, ran. Pass auf, ey, pass auf, pass auf, pass auf, die haben TDs ohne Ende. Wastet euch da nicht, bitte. Ach Leute, rankommen hier. Ja, Dicker, was war Ja. das? Ja, wir haben erstmal die TVPs weggeballert hier, ne? Ja, trotzdem. Oh, ja, die hat den TVP der Tausender gegeben. Oh, okay. Unsere? Ja. Boah, diese hässlichen Elkpanzer, wie ich die hasse, Alter. Du könntest schon fahren, Akku, ne? Ja, ich bin am Nachladen. Ich will mit dem vollen Magazin davor fahren. Ach, doch, Scheiße. Ja, da sind noch genug Panzer. Ich will doch jetzt nicht sinnlos verrecken. Ich aufs Dach lege. Ja. Auch wenn Ja, guck mal, wie ich jetzt verrecke, weil hier keiner mitfährt. Ich fahr da nicht vor. Kannst du knicken. Hast du gesehen? Badchat kommt zu mir. Perfekt, 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 perfekt. Das war nämlich die Badget auf meiner Ignore-Liste, die ist jetzt mal weg. Ja, ich bin vielleicht ein bisschen früh schon, ich habe aber eine ganze Menge für ihn geleistet. Also die beiden TVPs komplett runtergeschossen. Ja, ist ja okay, aber nicht so viel riskieren am Anfang direkt. Fast ein 907er, ne? Ja, schon, aber der kann jetzt auch nicht 500 Treffer ab. Die ganzen TVPs habe ich schnell geschossen auf mich, ne? War da abgeprallt. Ja, der blockiert den und ich kann nicht drauf schießen, ey. Weißt du, schildert der den Gegner mit seinem Panzer, dieser Vollnoob, Alter. Stellt sich quer vor den und ich mach gerade ein Magazin leer, der Spacko, Alter. Egal, Haus hoch, gewonnen, sehr gut. Alter, es läuft ja wie geschmiert, wenn man Platoon spielt mit Vernünftigen. Ich bin ja wirklich froh, ne, dass ich tot war, als die AD den TVP getroffen hat, ne? Weil ansonsten wäre der Schuss nämlich meiner gewesen. Naja. Wie die Gegner Badgett mich unbedingt haben wollte und dann sich gewastet hat. Gebt ihm mal bitte privat die ITS-Daten. Jungs, abonniert den Kanal, checkt die Links in der Videobeschreibung. Wir sehen uns morgen wieder und ich spiele jetzt öfter Platoon und so. Wir brauchen Leute, ja? Ihr wisst Bescheid. Checkt die Links in der Videobeschreibung.